Liebe Studierende, herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal des Lehrstuhls Grünberger. Ich bin Michael Grünberger, Professor für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Technikrecht an der Universität Bayreuth. Mein Team und ich haben uns entschlossen, dass wir in diesem Semester auch den YouTube-Kanal nutzen, um mit Ihnen in Verbindung treten zu können. Dieses Semester ist, und das haben Sie jetzt schon zu Genüge gehört, schon jetzt ein besonderes und wird es auch auf absehbare Zeit bleiben. Ich sehe darin Chancen, aber auch Risiken. Wir fühlen uns im Hörsaal wohl, das gilt für uns Dozenten. Wir fühlen uns vielleicht auf Konferenzen wohl, aber wir sind nicht alle, oder die wenigsten von uns sind dafür gemacht, auch in digitalen Medien eine, wie man in Italienisch so schön sagen würde, bella figura zu machen. Seien Sie also etwas großzügig, nicht zu kritisch, wenn Sie den Performance-Aspekt dieser Sachen beurteilen. Lassen Sie uns besser auf den Content-Aspekt schauen. Und auch da sind wir nicht wirklich sehr gut aufgestellt. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern zu E-Learning und E-Didaktik. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir die alle nicht gelesen. Warum? Weil wir auch keine Zeit hatten, es vorher zu tun. Und weil es ja lief, es funktionierte. Jetzt aber müssen wir in relativ kurzer Zeit viel Neues lernen. Das gilt für Sie, vor allen Dingen für Studierenden des ersten Semesters. Es gilt aber auch für uns, für die Dozentinnen auf der anderen Seite des virtuellen Hörsaals. Vielleicht ist es deshalb ganz sinnvoll, wenn wir beide das als Experiment betrachten, als ein Experiment, das produktiv, aber manchmal auch weniger produktiv sein kann. In diesem Sinne werde ich in zwei nächsten Videos kurz skizzieren, wie ich mir die digitale Lehre für meine Lehrveranstaltung in diesem Sommer vorstelle. Und auch da wird das Leitmotto sein, wir experimentieren, wir evaluieren und wir verändern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und mir einen guten Start in dieses Semester 2019.